gesagt, das Jahr 2015 war geprägt durch sehr positive Einmaleffekte. Für das Jahr 2016 müssen wir aber damit rechnen, dass das Umfeld für die Österreichische Nationalbank weiterhin sehr herausfordernd sein wird. Deshalb hat die Österreichische Nationalbank mit einem Kostensenkungsprogramm begonnen, schon im Jahre 2014, und wir rechnen damit, dass ab dem Jahr 2020 jährlich rund 20 Millionen Euro eingespart werden. Damit wird aber die Österreichische Nationalbank zukunftssicher.